Hallihallo, liebe Leute da draußen vor den Bildschirmen. Hier zum 74. Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und wie ihr hier schon seht, VIP 1992. Macht wieder mit. Jo, hi Leute. Und jo, wir waren hier gerade dabei, das Haus aufzutunen. Und du baust Holz ab, oder? Von mir aus mache ich das. Ja, gut. So, wo ist denn hier? Was wollte ich? Ah ja, Treppen. Ich wollte Treppen. Werdet ihr gleich sehen, warum ich das wollte. Will. So. Mache ich noch ein paar. So, da. Jo. Hast du ein Thema? Nee, fällt mir gerade keins ein. Und dir? Ja, wir können ja von mir aus nochmal. Was machst du? Achso. Nochmal über bekannte YouTuber reden. Da haben wir zwar schon mal drüber geredet. Aber noch nicht so ausführlich und ja, können wir einfach nochmal reden, ne? Ja, können wir machen. Also was hast du oh wow. Was hast du so für Leute abonniert? Wen habe ich abonniert? Mich! Ja, dich auch, ja, genau. Super Wahl, also. Der beste YouTuber. Ja, mit einer der besten. ja, wen habe ich noch so abonniert? Scene Tag TV. Kenne ich nicht. Was machen die für Videos? Also die machen immer nur solche kleinen Abschnitte und das ist immer so mehr so Comedy. Ach so. Ja. Also ist das nicht der der dunkelhäutige? Nee, das ist Albert, also Albertson oder der so. Der ist geil, der macht ja, voll der gute macht Videos. Auch geile Videos. Beide machen halt sowas Lustiges und ist immer wieder zum Totlachen. Also, das kann ich euch wirklich nur weiterempfehlen. Aber erstmal den hier abonnieren. Und dann noch Nice und Le VIP. Auf jeden Fall. Also, er selber. Bam, bam. Ja, aber wir sind nicht die Besten. Ja, klar, sowieso. Ja, klar. Besten YouTuber überhaupt. Dagegen ist Gronkh nicht. Guckst du Gronkh an? Ja, ab und zu mal, also wenn ich Langeweile hab. Also, abonniert hast du den? Nee. Ja, ich hab den abonniert. Ich guck aber glaube ich nur die. Also ich guck die Minecraft Let's Plays an. Finde ich eigentlich ganz manchmal ganz lustig. Und sonst aber nur noch die. Die neuen hier, die Lucius heißt das. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz geiles Spiel. Also der hat das bekommen, aber das ist noch gar nicht draußen, ne? Achso. Der hat das halt von der Firma da bekommen, damit der das halt schon Let's Playen kann. Cool. Ja, ist eigentlich übelst geil, wenn du so ein berühmter Let's Player bist, hast du ganz schöne Vorteile, ne? Hab ich vorhin gedacht. Und der hat schon übelst auf das Spiel gefreut. Kann man sich natürlich auch vorstellen. Wenn man der Erste ist, so richtig. Ah, tschüssi Treppe. Der Erste so richtig ist, der das macht. Hm. Ja, der das spielt. Ist schon geil. Ja. Ist irgendwie, ja. Zumindest ist das übelst brutales Spiel, ne? Mhm. Wie kann man es erklären? Da ist ein kleiner Junge, der heißt Lucius. Halt Lucius. Könnte man das jetzt so auf Deutsch sagen? Das ist richtig ein Deutsch. Und der heißt Lucius und der, wenn dem irgendwas nicht passt, der hat irgendwelche Kräfte irgendwie, das habe ich schon nicht so richtig verstanden. Wenn dem was nicht passt, bringt er die Leute einfach um. Hammer geil. Weil dem gerade so ist. Und du spielst halt den kleinen Jungen. Mhm. Und dann bringt er die halt auf übelst grauenhafte Weise um, aber so, dass man den nicht verdächtigt. Es ist so, immer so, dass es aussieht, als wären es Unfälle. Und er kann halt irgendwie Telekinese, also so mit Gedankenkraft irgendwelche Sachen bewegen und so ein Scheiß. Hm. Und deswegen fällt das dann irgendwie nur auf. Aber du kannst halt oder. Wie die Legende vom Ang oder irgendwie so. Ang. Ja. Das ist hier doch so Avatar. Ja. Ist das glaube ich. Ja, genau. Hm. So irgendwie in der Richtung. Und YTD, hast du die abonniert, die Typen? Auf jeden Fall. Jo, das muss sein. Geh mir erstmal Ben. Jo. Ich glaube, ich habe schon wieder Monster ausgestellt. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ach nee, hab ich nicht. Ich regeneriere mich ja nicht. So. Kannst du pennen? Warte mal, ich muss erstmal noch ein paar Sachen ablegen. Ach, nee, lass erstmal. Geh erstmal pennen. Dann geh ich halt pennen. Jo, es geht. Perfekt. YTD ist eigentlich ganz gut. Oh. Ja. Gibt's noch? Die Außenseiter. Die Außenseiter. Wie findest du die so? Ja, hat dann der Ende seinen Job gekündigt und macht jetzt
Vollzeit-YouTuber? Nee, das war ein anderer. Das war hier Schall und so ein Scheiß. Das finde ich so sinnlos, dass der dann... Ich habe die zwar noch abonniert, aber ich gucke die Videos einfach nicht mal an. Das, ist, das wird langweilig. Ja. Vor allem hat er seinen Job gekündigt. Das würde ich niemals machen, ey. Das ist doch so krank. Mhm. Irgendwann funktioniert es dann nicht mehr, wie bei dir jetzt. Du hättest ihn zum Beispiel deabonniert jetzt schon. Mhm. Also komm, das kann ja nicht lange halten. Ja. Julian, ich hätte Holz anzubieten. Ja, brauche ich jetzt erstmal nicht. Hast du noch nicht gemachtes Holz, also noch Baumstämme? Ja, habe ich auch. Kannst du mir ein paar geben? So 30? 22? Ja, perfekt. Blub. Hast du eine Spitzhacke, die brauche ich nämlich mal. Wenn ich Wenn ich jetzt hier mal weitermachen kann. Ich kann ja mal gucken, ob ich welche in meinen... Nee, ist egal, ich mach mir einfach eine. Ach so, in deiner Kiste. Ja, da hast, genau, da hast du immer so viel Zeug drin. Du hast ja so viel erstmal gemacht dafür, das verstehe ich. Gehst du in mein Zimmer? Ja, ist mir jetzt egal. Hihihi, du hast ja nicht zugeschlossen. Mensch. Da hieß du schon VIP und trotzdem ist der Zimmer nicht zugeschlossen. Nee. Hier müssen wir auch noch mal ein paar Bücherregale oder sowas hin tun. Haben wir überhaupt Zuckerrohr schon mal gefunden? Nee, ne? Ich will das nicht. Muss mal in die Kiste gucken. Hier soll ich noch was abbauen oder wie? Du kannst ein bisschen Steiner bauen. Steiner bauen, okay. Hast du ja genug Spitzhacken? Hab ich gesehen. Ja. Muss ja immer vorgesorgt sein. Man kann viel genug haben, ja. Ist so. Viel genug. Dann kommst du wieder und sagst, hier, bau mal dies ab, bau mal das ab. Ja, dann hole ich mir natürlich erstmal mein Zeug. Hier müssen wir auch noch was machen. Hier kann man nämlich ganz schnell runterfliegen. Wah! Und das hier, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das ist eine Garage. Ach, das habe ich doch damals gebaut, oder? Nee, das hast du nicht gebaut. Die Garage? Ja, das ist aber woanders. Das ist weiter. Hier ist hier unten, glaube ich. Vielleicht sieht man es. Wo ich die Mine anfangen wollte? Da unten wollte. Ist es. Hier, gucke. Siehst du es? Ja. Da unten. Ja, stimmt, genau. Ja. Wo ich damals so eine Mine anfangen wollte, wo ich noch nicht wusste, dass wir eine Mine überhaupt haben. Was soll denn das hier eigentlich werden? Wieso geht's denn bei der richtigen Mine jetzt hier immer so weiter runter? Weil man da schneller Redstone und so einen Scheiß findet. Ach so, ja. Das ist halt, oder Diamanten und alles, ist halt alles weiter unten. Ja, klar. Also, wenn du da was findest, sag's. Ach so, hier kommt das, aber rein theoretisch müsste ja jetzt das hier auch nochmal hin. Ich mach's einfach mal hier mit hin. Guck mal, noch ein Heizungskeller. So. Wo bräuchten wir Fackeln? Hier unten bei der Mine, genau. Nee. Oh. Hab ich zugebaut. was war, wo? Mine. Fackeln. Ja. Nee. Ja, muss man was hinbauen. Hab aber gerade keiner. Pech. Jetzt müssen wir an allen Ecken das Ding dran. Ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen besser aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie wir das hier noch verschönern können, das Haus. Weil ich fand, es sah ein bisschen schäbig aus. So typisch. Fertighaus halt, so ein Platz in der Gegend und dann, ja. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was man da noch Hübsches machen kann, damit das besser aussieht. Man könnte jetzt noch mehr von den Holz reinziehen, aber das will ich eigentlich gar nicht machen. Ja, schreibt einfach mal rein, mir fällt nämlich langsam nichts mehr ein und das hat sich gerade gereimt. Ich wüsste ja noch ein Thema. Was denn? Wer hat eigentlich Schluss gemacht? Du oder deine Freundin? Komm schon. Kronk. Ah, okay. Der war's. Gut zu wissen. Lol. Der Ärmste. Ach, schwäche. Wer will schon mit dir befreundet sein? Also ich wäre gerne mit Kronk befreundet, sag was mal so. Ja, das ist mir schon klar. Ich überlege jetzt hier, wie machen wir das hier am besten. Ich überlege das hier alles klar abzureißen. Jetzt wäre hier ein bisschen mehr Platz. Aber das dauert so lange. Du kannst das eigentlich mal machen, komm mal hoch. Ich bin gerade am Abbauen. Egal, komm hoch. Ja, sofort. Kommst du ja. Ja, ich komm ja schon. Ich kann gleich mal in die Monsterfalle gucken, ob da jetzt mal... Ach klar, ich hab kein Schwert. Das kann eine Weile dauern, bis ich hier oben bin. Das ist mega. Muss Treppen hinbauen. So, dann jetzt musst du ohne mehr anfangen. Ich guck mal schnell, wie weit unten das schon ist. Jetzt leg einfach dein Zeug in die Kiste. Also die Spitzhacken und so kannst du von mir aus behalten, aber den Rest alles in die Kiste hin. Alles! Ja, ins Lager, genau. Und nicht in mein Lager. Nein, nicht in dein Lager. Hier hast du mal eine Nische gebaut, warum das? War wahrscheinlich Eisen drin, oder? Möglich.
Aus Versehen vielleicht. Mach auch hier mal noch ein paar Fackeln hin, hast du ja gesagt, ne? Ich muss das mal alles finden, ja. Du hast dich verbaut! Ja, ich will es mir dann auch auf. Böse Olivia P. Das klingt immer so bekloppt, wenn du irgendwas zu Olivia LP sagst. Und du kannst doch von mir aus nur VIP sagen. Das klingt genauso scheiße. Herrischer Name klingt besser. Oder generell, wenn man einen Namen sagt, klingt es besser. Also Jay geht ja noch. Jay ist ja wie so ein Name. Wie so ein Ami-Name. Ist ja ein Name. Mein Name. Oh, ja. Olivia IP ist auch ein Name. Cool. Dein Name. Irgendwie. Irgendwo, irgendwann. Guck mal, ein Lavafall. Warum willst du pennen gehen? Keine Ahnung. Okay, ich sag erstmal, tschüss und so. Ich glaube, wir sind trotzdem noch im Peaceful Mode. Ich muss mir ganz kurz hier runterstürzen, um das mal ganz schnell auszutesten. Mist. Sehr schlau. Hier drauf, 1, 2, hui! So, jetzt wollen wir gleich sehen, wenn sich das jetzt regeneriert. Aber ich habe nichts gegessen und vorhin hat sich regeneriert. Ja, ja, ich wusste es. Okay, ja, dann tut mir das sehr leid. Dann kann ich schon den Monsterspawner gucken. Ich sage erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, wie wir das Haus noch verschönern können. Ob ihr die Thumbnails, die ich gemacht habe, gut findet oder... Aua, sorry. Aua! Alter, aber die Thumbnails, die ich gemacht habe, scheiße findet oder gut findet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum 75. Let's Play.